Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ich bin am Start und zwar bei der nächsten kleinen App-Review. Und an der Stelle habe ich jetzt hier gerade eine super App rausgepickt. Wie man hier an der Stelle sehen kann, ist das eine ziemlich simple Spielvariante. Eigentlich nur Tetris, aber umgekehrt. Und was muss ich eigentlich nur so machen? Ich tippe hier einfach nur wild auf dem Bildschirm drauf rum und muss den Score, wie damals bei Flappy Bird, immer weiter nach oben treiben. Allerdings ist das Ganze dann so, wie wir es gerade gesehen haben, irgendwann auch recht schnell zu Ende. Ich habe jetzt gerade mal die 12 geschafft. Das ist soweit gar nicht mal so schlecht. Das ist hier Stack Classic, wie wir jetzt hier an der Stelle sehen. Und wir fangen mal an. Wir müssen also immer genau da anfangen oder das Teil absetzen, wo wir jetzt hier genau nach oben weitermachen wollen. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich die 12 hier an der Stelle überbieten kann. Es geht hier auch nicht nach Zeit. Wir können uns also so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Der Hintergrund verändert sich, das lenkt ein bisschen ab oder soll dich ablenken. Aber wenn man da gewieft ist, dann kann man natürlich auch immer wieder neue Rekorde aufstellen. Achievements oder dergleichen gibt es jetzt an der Stelle nicht. Das Einzige, was ihr erreichen könnt, ist auf dem Schulhof oder im Büro natürlich euch da ein wenig miteinander messen. So, ich habe jetzt gerade den Abu Dhabi Tower an der Stelle mal nachgebaut und wieder einstürzen lassen. 25, ob ich den schlagen kann oder nicht, ist egal. Da kann man auf jeden Fall ein lustiges Battle draus machen. Finde ich schon mal ziemlich cool. Schade, dass die Platten nicht noch etwas dicker sind. So hätte man natürlich immer noch den Vorsprung. Aber die Geschwindigkeit ist immer dieselbe. Somit hat man es eigentlich auch nicht schwer, wenn man sich da ein bisschen drauf konzentriert, dass man das Ganze nach oben hin einfach nur noch wegpushen muss. Ich finde es ziemlich cool gemacht. Und ihr könnt es auf jeden Fall mal ausprobieren. Die App ist nämlich gerade kostenlos im Play Store erhältlich. Und das ist natürlich immer nicht von langer Dauer. Dementsprechend schnell runterladen, ausprobieren und ein bisschen Spaß haben. Bis dahin zur nächsten App-Review. Auf Wiederschauen.